Hallo Elektronikfreunde, ich hatte in einem vorherigen Video diesen Rechner hier umgebaut, da habe ich alles Mainboard ausgetauscht und dabei ist dann hier dieser DC-DC-Konverter übrig geblieben. Der wird also hier nicht mehr benötigt und ich möchte mal den mal ein bisschen durchgehen, mal gucken und erklären, was da so drauf ist und wie das Ding funktioniert. Um herauszufinden, wie dieser DC-DC-Konverter funktioniert, muss man natürlich die ICs dort alle identifizieren. Ich habe das hier schon mal gemacht. Oder andere aktive Bauteile. Ich komme gleich nochmal dazu. Generell ist es so, dass dieser Konverter mit 12 Volt gespeist wird und dann alle Ausgangsspannungen hier auf der rechten Seite gekennzeichnet für das Mainboard erzeugt. Also 3, 5, 12 und auch minus 12 Volt. Es gibt hier noch Kontroll-Ein- und Ausgänge. Und die sind dort auch rausgeführt. Bei den aktiven Bauteilen und ICs handelt es sich hier zum einen um ein ISL 6227, das ist ein PWM-Controller, der kann zwei Spannungen erzeugen. Dann gibt es ein TD1507 T5, das ist ein Buck-Konverter, das heißt, der, so wie das T5 hier steht, wird der wahrscheinlich die 5 Volt erzeugen. Dann haben wir erstaunlicherweise den MC34063 Schaltregler. Das ist ein Uralt-Schaltregler, der kann als Buck-Boost und auch invertierender Schaltregler also aufgebaut werden. Ich nehme mal an, der erzeugt die minus 12 Volt, aber das werden nach Messung noch mal ergeben. Dann haben wir ein WT75002, das ist ein Supervisor IC, der praktisch guckt, ob Spannungen vorhanden sind oder Unterspannung vorhanden ist und dann abschaltet und so weiter. Und wir haben nochmal P-Kanal MOSFET und ein N-Kanal und vier N-Kanal MOSFETs hier auf dem Board. Und jetzt gilt es mal, das hier ein bisschen detaillierter zu zeigen. Bevor ich hier mit der Schaltung ins Detail gehe, möchte ich mal die Bauteile zeigen. Also zum einen ist das hier jetzt der ISL 6227. Dann haben wir hier auf der Seite den WT75002. Dort sieht man es hoffentlich. Und hier ist der 34063. Da ist ein schwacher Aufdruck hier in dem Fall. Dann haben wir auf der anderen Seite hier. Ich drehe das mal um. Sorry. Hier haben wir diesen anderen, wahrscheinlich den 5-Volt-Regler, diesen TD1507 T5. Wir haben hier nochmal MOSFET, also hier den P-Kanal, diesen P5504 oder was es ist. Und hier nochmal 4 N-Kanal-MOSFETs. Und jetzt gilt es mal, dort wirklich mal im Detail rauf zu gucken, wie die Komponenten zusammen agieren. Ich fange mal hier mit dem ISL 6227 an. Hier ein Auszug aus dem Datenblatt. Das ist eine typische Applikation für einen sogenannten Dual-Switcher. Man kann gut hier erkennen, dass hier in dem Bereich und auf der anderen Seite hier zwei Spannungen erzeugt werden. Man sieht auch hier diese vier N-Kanal-MOSFETs. Und auch hier zwei Spulen, die gleich groß sind. Wenn man das jetzt vergleicht hier mit dem Aufbau, dann sieht man hier diese vier MOSFETs und hier zwei gleich große Spulen. Das heißt also, diese Spulen und auch die Kondensatoren hier und auch die MOSFETs gehören auf jeden Fall hier zu diesem ISL 6227. Die Spannungen, die hier erzeugt werden, da gibt es eine andere Information auf einer anderen Seite des Datenblatts. Die ist hier mal aufgezeichnet. Und zwar ist, also hier ist nochmal die Zeichnung praktisch, wie diese Feedback-Widerstände gestaltet werden. Und hier oben ist nochmal eine Formel. VO ist gleich 0,9 Volt mal R1 plus R2 durch R2. Und ich habe jetzt durch Messungen herausgefunden, wie groß R1 und R2 ist hier für jede Seite. Also hier ist nochmal R1, R2 sozusagen abgebildet und hier auch. Und ich habe also herausgefunden hier, dass zum einen, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, hier R13 und R5 sind sozusagen die beiden Widerstände für die eine Seite. Und hier unten ist es R6 und dieser Widerstand hier. Und wenn ich jetzt die Formel einsetze,
und dort also die Widerstandswerte in diese Formel einsetze, dann erzeugt dieser Spannungsregler hier, also der Dual-Spannungsregler, die 5 und die 3,3 Volt für das Mainboard. Zurück kurz mal zu der Übersichtszeichnung. Also die 3,3 Volt und die 5 Volt hier werden von dem ISL66227 erzeugt. Die nächste Frage ist, wie werden die 12 Volt erzeugt? Dazu habe ich auch Messungen durchgeführt. Und zwar habe ich dann festgestellt, ja, die 12 Volt braucht man eigentlich gar nicht zu erzeugen, denn die kommen ja hier vorne eigentlich schon an. Aber sie werden hier durch diesen P-Kanal MOSFET geschaltet. Also der hängt also hier mit Drain und Source zwischen dem zwischen den 12 Volt, also hier zwischen dem gelben und dem Eingang. Und ich habe dazu mal kurz eine Skizze nur gemacht, ist jetzt nichts Weltbewegendes, also sieht im Prinzip so aus. Am Eingang sind es 12 Volt, dann haben wir hier den MOSFET P-Kanal. Wo das Gate hier hingeht, das kann ich sehr schwer nachvollziehen. Also das geht da irgendwo in die Platine rein. Und auf der anderen Seite geht es dann wirklich an den Stecker zum Mainboard. Also diese 12 Volt werden hier einfach nur durch diesen P-Kanal MOSFET geschaltet. Mehr passiert da nicht. Also kann ich jetzt auch hier abhaken. Hier die 12 Volt werden nur geschaltet. Bei den minus 12 Volt hatte ich ja zu Anfang den Verdacht und die Vermutung, dass es hier durch diesen 34063 Schaltregler erzeugt wird. Und ich habe mal das Datenblatt hier einfach mal genommen und geguckt, wie zum Beispiel minus 12 Volt erzeugt werden. Und da ist es so, dass der Pin 2, der Ausgangspin, dort geht zuerst eine Spule ran, also diese 68 μ Henry Spule, und eine Diode ist dort angeschlossen, in dem Fall die Kathode. Und wenn diese Konstruktion hier auf dem Board auch so ist, dann werden tatsächlich hier diese minus 12 Volt über den 34063 erzeugt. Wenn ich jetzt also hier mal gucke, dann ist es so, es ist ja Pin 2. Pin 2 ist hier und Pin 2 ist hier verbunden hier mit einem Widerstand. Und hier ist ein Pin von der Spule. Und die ist auch verbunden hier mit der Kathode von dieser Diode. Ja, das sieht man hier sehr schön. Auf der Rückseite hier sieht man hier gerade die Spule. Also es ist tatsächlich so, dass der 34063 die minus 12 Volt erzeugt. Und wenn man das jetzt weiterverfolgt, dann kommt man wirklich auf die gelbe Leitung hier auf der anderen Seite. Quatsch, auf die, was ist das, welche Farbe? Blau, glaube ich, ist es. Da werden dann diese minus 12 Volt erzeugt. Also kann ich jetzt auch in der Übersichtszeichnung das abhaken. Also die minus 12 Volt werden hier erzeugt über den MC34063. Es gibt ja auf dem Board noch einen dritten Regler, diesen TD1507T5. Wo ich ja zuerst die Vermutung hatte, dass der die 5 Volt erzeugt. Das ist auch richtig, aber er erzeugt die 5 Volt Standby, die hier lila gekennzeichnet ist. Und das ist auch ein ganz normaler Schaltregler, ähnlich wie der LM2596. Der taktet auch hier mit 150 kHz, glaube ich, bis zu 3 Ampere kann er. Also ein ganz normaler Schaltregler, also ein Backregler von oben nach unten, also hier 12 Volt zu 5 Volt. Und wenn man jetzt das hier mal vergleicht mit dem Aufbau, dann kann man hier den Regler sehen. Hier. Und hier ist auch die Spule, hier ist die Diode, noch ein Kondensator. Und wenn man den Ausgang verfolgt, also besser gesagt den Ausgangskondensator, dann und einen Durchgangsprüfer mal prüfen lässt, dann ist der tatsächlich mit der violetten Leitung verbunden. Das heißt, die 5 Volt Standby werden über den TD1507 erzeugt. Jetzt möchte ich ganz gerne mal natürlich ein paar Messungen auch nochmal durchführen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal den DC-DC-Konverter an 12 Volt anschließen und dann mal gucken, ob die Spannungen alle erzeugt werden und vielleicht nochmal mit dem Oszilloskop vielleicht mal messen und schauen, wie die Signale da so aussehen. Bevor ich hier an dem DC-DC-Konverter was messen kann, muss er erstmal eingeschaltet werden. Und zwar nicht nur mit den 12 Volt natürlich, sondern auch über
diesen grünen Anschluss, das ist dieser Power-On und der muss auf Ground gesetzt werden. Dafür habe ich jetzt eine Drahtbrücke und werde das jetzt hier mal verbinden. Jetzt ist also der grüne an Ground und damit ist er eingeschaltet und jetzt kann ich auch die einzelnen Spannungen messen. Vorher geht es nicht. Ich schalte jetzt mal ein. Es fließen jetzt ungefähr, das sehe ich am Netzgerät, 130 mA, also relativ viel. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel so einen Stecker nehme, da müssten ja jetzt 12 und 5 Volt anliegen. Ich klemme das mal hier so ran. Der rote ist also 5 Volt, jetzt haben wir 4,82 Volt. Ja, es ist nicht ganz 5 Volt. Hier sind es 11,95, also hier sind es ganz gut 12 Volt. Um jetzt wirklich herauszufinden, woher kommen diese Spannungen, mache ich mal Folgendes. Ich klemme mal den Ground hier an Ground an den schwarzen und messe hier an den Spulen. Dann sehe ich nicht genau, welche Spannungen von welchem Controller hier erzeugt werden. Ich habe jetzt hier den Ground am Multimeter dran. Und wenn ich jetzt hier auf der Seite auf der Rückseite praktisch messe an den Spulen, dann sieht man hier 3,1 Volt, das sind also diese 3,3 Volt knapp. Und hier auf der anderen Seite ja 4,79 bzw. hier 4,82. Also man muss auf der Seite messen, dort wo auch die Kondensatoren hier auf der anderen Seite dran sind. Also das kommt ganz gut hin. Jetzt hier mal zu dem MC34063. Da war ja die Spule mit der Diode und auf der Anodenseite der Diode, dort müssten also jetzt die minus 12 Volt sein, das sieht man hier auch ganz gut. Also minus 12 Volt wären tatsächlich durch diesen 34063 erzeugt. Und ich hatte ja gesagt, hier gibt es noch diesen anderen Regler, den hier, der erzeugt auch nochmal 5 Volt. Und da gehe ich auch nochmal an die Spule hier ran, beziehungsweise da, wo der Kondensator dran ist. Das müsste der hier sein. Ne, der ist es nicht. Hier ist er. Also der erzeugt auch nochmal 5 Volt und das ist der violette Anschluss. Und der violette Anschluss, wenn ich das hier so drehe, ich muss mal gucken, wo der hier irgendwo ist. Hier ist er, 5,1 Volt. Also das ist der, sind die 5 Volt hier von diesem Schaltregler hier oben für 5 Volt Standby. Gut, mit diesem Ergebnis kann man natürlich jetzt eine Übersichtszeichnung machen, wie das alles zusammenhängt. Ich werde aber noch mal kurz vorher hier mit dem Taschenoszilloskop so die verschiedenen Signale und Spannungen dort einfach mal nachmessen, zusätzlich. Ich habe das Taschenoszilloskop jetzt hier unten mal an eine der Spulen angeschlossen, also da, wo der ISL6227 ist. Und man sieht jetzt hier also das Taktsignal. Es ist also jetzt nicht das Ausgangssignal, sondern das Taktsignal. Und wenn man jetzt hier mal abliest, ist die Periodendauer ungefähr ja, ein bisschen mehr als 3 Mikrosekunden. Das wären also irgendwie so 330 kHz, die er hier taktet. Und wenn man das jetzt mit dem Datenblatt mal vergleicht, was da so drin steht, da steht drin eine Frequenz hier von 300 kHz PWM. Also das haut sehr gut hin. Das Taktsignal von dem MC34063 sieht so aus. Das hat eine etwas höhere Frequenz, erstaunlicherweise, aber gut. Wie gesagt, da werden die minus 12 Volt von erzeugt. Und ein weiteres Taktsignal wäre hier zu messen an dem rechten Schaltregler, hier auf der rechten Seite. Und zwar da auf der Seite der Spule. Das geht hier ein bisschen schwierig eventuell anzuklemmen. Ich muss das hier mal irgendwie halten und da sieht man auch hier dieses Signal. Dass es hier so einschwingt, deutet darauf hin, dass der derzeit nicht belastet ist. Also wenn er belastet wird, dann sind diese Einschwingvorgänge geringer oder gar nicht mehr da. Und von der Frequenz her haut es auch ungefähr hin. Es sind hier ungefähr etwas mehr als, ja, also knapp 6 Mikrosekunden, 5,5 Mikrosekunden würde ich jetzt mal so sagen, beziehungsweise nächstes doch mehr, es sind 6 und ein bisschen, also 6,5 Mikrosekunden, das entspricht ungefähr 160 kHz oder sowas und der Schaltregler hier arbeitet mit 150 kHz, das kommt also auch ganz gut hin.
Gut, jetzt zeige ich nochmal den Übersichtsplan dazu. So sieht jetzt hier das Blockschaltbild praktisch aus, der Übersichtsplan. Hier vorne werden 12 Volt DC eingespeist, da ist erstmal eine Sicherung, noch eine Schutzdiode und auch noch eine Spule und hier vier Kondensatoren oder vier Elkos. Wenn man sich das hier auf dem Board mal anguckt, dann ist es also hier dieser ganze Teil. Und hier auf der Rückseite ist die Sicherung und auch so eine Schutzdiode noch. Dann wird alles, also alle Bauteile werden hier, also alle Schaltregler werden hier über die 12 Volt gespeist. Ich sehe gerade, hier fehlt noch was, natürlich der hier auch. Und erzeugen dann entsprechend hier die Spannung. Ich habe das hier nur grob dargestellt, also überall ist eine Spule drin. Wir haben vier Spulen. Auf dem Board sind auch tatsächlich hier vier Spulen drauf, wie man hier sieht, die vier. Und die dazugehörigen Glättungskondensatoren am Ausgang, die ich hier auch eingezeichnet habe, sind ein bisschen mehr, als ich jetzt hier gezeichnet habe. Dann haben wir hier den P-Kanal-MOSFET, der die 12 Volt eigentlich nur durchschaltet und diesen WT, der hier in irgendeiner Form auch mit dem Power-On und Power-Good ja, verbandelt ist. Genau habe ich das nicht rausgefunden. Und auch der P-Kanal geht da irgendwo ran. Und dieser WT schaltet eben auch hier den ein und aus. Ja, das war erstmal so eine Übersicht über so einen DC-DC-Konverter hier von so einem Mini-ITX-Board bzw. Gehäuse. Das war ja dort drin. Und ich hoffe, hat ein bisschen was gebracht und so hat man mal eine kleine Übersicht und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.